Ihr schaut weiter zu, während das Feuer brennt und brennt und der Leichnam sich irgendwann auflöst. Bis dann nach ungefähr einer Stunde Dracodan sich äußert und erst einmal ohne etwas zu sagen wieder zu dem Leichnam des Raspiris geht, die schwere Kugel 50 Steine vorholt und sich dann daran macht, ein weiteres Tragegestell zu bauen aus verschiedenen Stöckern. Er wird Teile seiner Robe schneidern, während ihr weiter, ja, dem Feuer nachseht, bis er dann da ein kleines Tragekonstrukt für diese doch dann sehr schwere Kugel gemacht hat und tritt dann wieder auf euch zu. Ich hoffe, ihr konntet euch von eurem Freund verabschieden. Sollte meinen, es wäre irgendwann leichter, seine Freunde bestatten zu müssen. Das wird es nicht. Ich hoffe, dieser Tag wird auch niemals kommen, dass es leicht wird. Aber eines kann ich euch versichern: Die Götter existieren und sie werden die Seelen nehmen. Sie, nun ja, an ihrer Tafel sitzen und speisen lassen. Das ist gewiss. Ihr solltet nicht trauern. Es gibt zumindest keinen rationalen Grund zu trauern. Sie sind euch jetzt genommen und sie fehlen euch, aber ihnen selbst geht es nicht schlecht. Sicherlich sitzt er dort oben gerade, lächelt an der Tafel von Angrosch und hebt sein erstes Zwergenbier auf euch und diesen grandiosen Kampf. Wir allerdings leben und wir müssen uns darum kümmern, dass es so bleibt. Er hat recht. Sammelt eure Sachen. Igna, kannst du reisen? Ja, es wird gehen. Wird gehen. Du Gut. siehst, dass Igna nach vorne geht. Ist das Feuer schon aus oder noch nicht? Nee, also der Körper von Igna ist wohl schon fast zu Asche geworden. Du kannst noch seine Rüstung erahnen, wenn sie da liegt und ein bisschen glüht sogar durch die Hitze, aber ja, also ein Teil von ihm ist schon weg. Er nimmt seine Axt und schart ein bisschen der Asche, die direkt unter Torgosch liegt, zusammen und legt sie in einen Beutel. Wir können reisen. Dann klopft er nochmal an den Beutel. Du bist noch bei mir, mein Freund. Du bist noch bei mir. Gut. Immer, kannst du, ich weiß nicht, ein Seil festmachen, damit wir die Kugel hochziehen können mit dem Gestell? Immer ist er nicht da, aber wenn du ihn ranwinkst, er sitzt hier hinten irgendwo Ja. auf seinem Stein, kommt er aus von so einem 1,50 Meter hoher Stein, wo er drauf gesotzt hat, hüpft er da runter und kommt dann angelaufen. Bitte. Wir müssen die Kugel da hochbringen. Kannst du ein Seil festmachen? Ja, klar. Klar kann ich vorklettern und ein Seil festmachen. Euer Gnaden, muss dieser Stein speziell gelagert werden oder können wir ihn einfach auf das Pferd schnallen und losreiten? Genau so. Glaubt mir, mit profanen Mitteln könnt ihr sie nicht fallen lassen und zerbrechen lassen. Gut. Das haben schon andere versucht. Sie muss nur ankommen. Gibt es sonst etwas, was wir beachten müssen, bevor wir uns in den Einflussbereich des Markwarts begeben? Mit mir an eurer Seite nicht, nein. Es kann sein, dass wir einigen anderen Perldrachen begegnen, die über uns in der Luft schweben, aber lasst euch davon nicht verunsichern. Also gut, brechen wir auf. Los geht es. Geh nochmal rum, schau, dass jeder seine Sachen hat, vor allem Igna nochmal doppelt, dass er nichts hier lässt. Und dann geht es los. Ja, ihr könnt euch dann mit gemeinsamer Hilfe, mit aller Ruhe, die ihr jetzt mittlerweile habt, weil treibt euch niemand zur Eile an, könnt ihr dann den Berg wieder nach oben klettern und auch die Kugel mit euch führen, wo ihr dann am oberen Hang auf eure zurückgelassenen Pferde trefft, die natürlich unglaublich verunsichert sind. Auch sie haben den Kampf gehört, gerochen, gewittert und könnt sie dann erstmal wieder ein bisschen beruhigen, bis sie dann wieder reitbar sind. Jeweils eure 7 Sachen auf die Pferde laden und euch bereit machen, aufzubrechen.
Der Weg, das Gebirge nach oben, ist anstrengend, vor allem weil ihr viele Höhenmeter überwinden müsst. Zu Fuß ist das natürlich noch etwas schwieriger, aber jetzt, wenn ihr die Pferde habt und die Straße, der kleine Pfad, der dann sich die Berge hochwindet, irgendwann biegt ihr ab in Richtung Osten, in Richtung das Tal der Türme, könntet ihr ja antreten. Den ganzen Tag reitet ihr. Vielleicht euren eigenen Gedanken noch nachhängt, bis ihr dann in einer Dunkelheit ein paar, ja, ist es noch nicht ganz Nacht, aber so langsam geht die Sonne unter, zu einem Lager oder so etwas hat Draco dann nicht geraten, könnt ihr dann vor euch ein paar Rauchsäulen sehen. Wir sind gleich da, das Dörfchen Bergbach. Ein paar Amazonen, die uns dort höchstwahrscheinlich empfangen werden. Die Amazonen von Yashina. Nun, dann stellen wir uns wohl einmal vor. Ja, während er das noch sagte, könnt ihr dann schon aus der Entfernung sehen, wie wohl mehrere Pferde euch entgegenkommen und darauf, wenn sie dann näher kommen, mehrere Frauen, allesamt stattliche Reiterinnen in Lederrüstung und in Fell gekleidet, die dann auf ihren Pferden zu euch heranpreschen. Dann halten ziemlich provokant auch direkt vor euch, sodass sie euch den Weg abschneiden, aber wenn sie dann zwischen euch Draco dann erkennen, nicken sie ihm nur zu. Ihre Gnaden Drakodan, ihr seid sehr willkommen bei uns. Wer sind eure Begleiter? Das sind die Begleiter, die die Mission des Raspyris fortsetzen. Sie sind willkommen in Bergbach. Ja, die Amazonen nicken nur, die Reitführerin wird das dann einfach nur so abnicken, die Rittmeisterin. Und ihr könnt dann gemeinsam in Begleitung der Amazonen auf ihren Pferden einreiten. In Richtung eines, ein kleines Dörfchen ist es nicht. Es ist eine in den Fels geschlagene Palisade, beziehungsweise Palisade außen drum. Da geht es wohl noch ein bisschen in eine Mine hinein. Da wurde wohl irgendwas geschlagen, ein paar Reitställe davor. Gibt es da dann dieses kleine Dörfchen und darüber ergießt sich noch ein kleiner Bach, ein Bächlein nach unten und fließt da dann in Richtung abwärtige Tallage. Euch wird gemeinsam mit Drakodan eine Hütte gewiesen, die dann da noch leer ist. Erst einmal werdet ihr abschätzig gemustert, vor allem die Männer, nicht unbedingt Isarun von den Amazonen, die euch nicht wirklich zu respektieren scheinen, höchstens zu tolerieren. Aber ihr könntet euch dann gemeinsam mit den Pferden, die ihr dann unterstellt, in den Ställen zurückziehen in eine der Hütten. Euer Gnaden, ihr kommt oft hier durch. Nun, das möchte man meinen, oder? Wo genau, wenn man fragen darf, liegt nun von hier aus unser Ziel? Werden wir morgen weiterreiten, oder? Ja, wir werden morgen die Säulen von Apep erreichen und sind dann am Ziel. Wir übergeben ihm Drakundas und ebenso den Stein von Raspyris und damit sind wir fertig. Selbstverständlich werdet ihr wohl eine Salbe, ein Pulver bekommen, um nicht nur euren Freund, sondern auch die anderen Hinterbliebenen in der Feste zu versorgen. Was sagt euer Ehren? Was ist die rechte Anrede für einen solch großen Drachen? Ihr solltet am besten gar nicht sprechen. Ich verstehe, ich lasse euch reden. Nun gut. Iolaus? Ja? Ja? Könnt ihr die einmal nach der Wunde sehen? Sie juckt natürlich. Fürchterlich. Ja, ich denke, es ist auch höchste Zeit, dass wir euch einen neuen Verband anlegen. Wie sieht er denn aus? Ich würde mich da auf den Stuhl setzen und Iolaus... Also seid ihr sicher, dass ihr das sehen wollt? Nein, es reicht, wenn ihr es mir beschreibt. Nicht gut. Wir sollten uns beeilen. Verfluchte. Keine Sorge, Abel, mir einen Tag noch, dann habt ihr es. Isarun, du kannst auch feststellen, dass du wohl
bei genauerer Betrachtung, wenn du dich so ein bisschen ausgezogen hast, was dann vielleicht dich auch zu den Amazonen gesellt, wenn du magst. Zumindest wenn du dann irgendwann mal nach deinem Körper schaust, kannst du erkennen, dass du auch du wohl mehrere eitrige Stellen und Blasen an deinem Körper hast, die da vorher noch nicht waren. Das war ja zu erwarten, so nah im Kampf mit dem Drachen. Wir sollten uns vielleicht alle noch einmal überprüfen. Ja. Ich werde das den Magister mal anschauen lassen. Er kennt sich damit etwas besser aus. Keine Sorge, Magister? Lange müssen wir das nicht ertragen. Ja, ja. Ich bin gerade dabei, wahrscheinlich wieder einen Wurm aus Abelmir herauszuziehen. Vor allem haben sich bei Abelmir mittlerweile in den Knochen, in den Gesichtsknochen hineingefressen. Sind auch gefährlich nah am Auge. Ja, ich ziehe alle Würmer raus, die ich finden kann. Seid vorsichtig. Wenn ihr mit dem geschätzten Kollegen fertig seid, mögt ihr einen Blick auf mich werfen. Ich fürchte, mich hat es auch erwischt. Oh, tatsächlich? Ja, natürlich, natürlich. Setzt euch doch. Ich schaue es mir sofort an. Ich bin hier fast fertig. Auch immer wird sich mal abtasten und mal anschauen, ob er irgendwo betroffen ist. Du weißt natürlich darum, dass du selber auch zauberkräftig bist und dass auch du von diesen Würmern befallen werden kannst, aber wenn du dich abtastest, wirst du wohl nichts erkennen, was von irgendwelchen Würmern kündet. Warst wohl nicht ganz so in der Nähe, dass du dich nicht ganz so in die Gefahr begeben wie die anderen. Etwas mitleidvoll schaut man Richtung Abelmir und Isarun und vergisst für eine Sekunde, dass die beiden auch Weißmagier sind. Nun, dann hoffen wir, dass dieses Wunderpulver von dem Drachen hilft. Selbst wenn nicht, das war ein geringer Preis, um so eine Scheußlichkeit aus der Welt zu schaffen. Ich hoffe, ihr habt recht. Ja, wenn ihr euch dann, wieder weiter euren eigenen Gedanken nachgeht, auch gerade der kleine Igne, der sehr still ist, könnt ihr ein leises und unruhiges Sirren hören, was wohl von der Kugel zu kommen scheint. Sie liegt dort einfach am Boden, habt kurz das Gefühl, als ob sie sich bewegt, so 50 Stein schwer, als ob irgendetwas in ihrem Inneren lauert, wartet. Ein kleines, Heulen. Wie gesagt, ein Sirren. Sagt euer Gnaden, ihr habt es schon während dem Kampf versucht zu beschreiben, aber was genau ist dieser Stein nun? Diese Kugel? Es ist der Drachentöter, Drakundas, wie er von Ferdrodont genannt wurde, als er sie zu Kuslikas Zeiten entworfen hat. Und wie tötet man einen Drachen damit? Ich meine, ich nehme kaum an, dass sie in eine Rotze geladen und abgefeuert wird. Nein. Also... Wie gesagt, die Nebel der Geschichte. Teklador selber hat seine Macht über diese Kugel gehüllt, um ihre eigentliche Macht zu ergründen. Aber gemeinsam mit dem Karfunkelspalter einer Axt kann man damit wohl in Kombination jeden Drachen besiegen. Deswegen fürchtet Rassasor sie. Er hatte sie lange Zeit in seinem schwarzen Hort gelagert. Immer versucht, sie zu zerstören, aber auch ihm gelang es nicht. Und jetzt, durch Raspiris, sind wir wieder in den Besitz gekommen. Und ihr plant, sie gegen Rassasor einzusetzen? Es gibt viele Drachen, die ihren eigenen Motivationen nachgehen. Aber sie kann gegen Rassasor benutzt werden. Die Zeit wird zeigen, wann sie mit ihrer Kraft uns zur Verfügung steht. Ist denn etwas über den Verbleib dieser Axt bekannt? Ist es. Und? Diese Informationen sind nicht für euch. Natürlich. Natürlich. Ich schüttel kurz den Kopf und scheine mich nun das Thema zu wechseln. Sagt, versteht mich nicht falsch. Ich
bin mir nicht ganz sicher, wie viel ihr über die Trolle wisst, aber auch sie pflegen eine ganz eigene Motivation und einen ganz eigenen Hang zu Drachen. Die letzten Trolle, die ich traf, waren sehr versessen darauf, einen zu töten. Du scheinst, du schaust in sein Gesicht, was sehr nichtssagend aussieht. Es verunsichert dich unglaublich, dafür, dass er so jung ist. Er scheint davon nicht überrascht zu sein, dass du dich mit Trollen abgibst. Er scheint das schon gewusst zu haben. Ich meine, habe ich euch die Geschichte bereits erzählt? Ich glaube nicht. Wir hatten gestern nicht so die Gelegenheit. Ich kenne die Geschichte. Wirklich? Ich kenne viele Geschichten. Wo kamt ihr noch gleich her, sagtet ihr? Aus dem Drachenstein. Aber... nun... ich dachte immer, der Markwart duldet außer den Amazonen keine Menschen in den Drachensteinen. Wo ist eure Heimat? Hier. Schon immer gewesen. Und der Kaiserdrache duldet keine anderen Menschen. Nun, es wäre sicherlich seltsam, aber auch nicht das erste Mal, dass ein Junge unter Amazonen aufwächst. Wir sollten alle zusehen, dass wir noch ein wenig Ruhe kriegen, bevor wir dann morgens aufbrechen. Magister, seid ihr? Wie geht es voran? Haben die Magier von euch Neugier? Wenn ja, dürft ihr gerne mal Selbstbeherrschung würfeln. Selbstbeherrschung erschwert um die Neugier. Ömer ist zwar kein Magier, hast du den Odem, Ömer? Klar habe ich den Odem. Glaubst du, ich gucke einfach mal kurz, nachdem ich das Gespräch von Jana gehört habe, unseren neuen Besuch an. Kribbelt schon ein bisschen zwischen den Fingern. Dann muss das wohl sein, ne? Gerade dann, wenn man vielleicht sozusagen so jetzt hier schon ein bisschen abseits ist, einige Meter wegsteht und dann schaut man einfach mal kurz dahin und denkt sich so, das kann jetzt nicht so, ne? Ist er denn wirklich ein Wesen oder hat er eine große Fresse? Jetzt passieren bestimmt schlimme Dinge. Ja. Ich vermute, du weißt, was passieren wird. Ömer greift sich an die Augen. Ömer greift sich an die Augen und fängt an zu schreien. Ömer, um Himmels Willen, was ist denn los? Magister, kommt her! Ömer! Pack ihn mal. Ja. Hast du welches von diesem Zeug in den Augen oder was? Ja, meine Augen, ich kann nicht sehen. Magister, schaut mal nicht, dass sich irgendeiner von diesen Würmern da reingefressen hat. Ömer sitzt auf dem Hintern, auf dem Boden, hat die beiden Hände vor den Augen und presst die Hände ganz kräftig gegen die Augen. So wie er erstmal da sitzt, wie man sich eben hält, wenn man Schmerzen an den Augen hat. Ich versuche mal ihm irgendwie mindestens eine von den Händen irgendwie wegzudrücken. Ja, dann dauert es eine Sekunde, aber auf deinen Widerstand hin, dass du die Hände wegziehst, dann lässt er sich eine Hand da wegziehen. Und dann nimmt er auch die andere Hand da weg. Ah, ich kann nicht sehen. Beruhige dich, lass den Magister arbeiten, keine Sorge. Ja, wenn du in die Augen guckst, die Pupillen sind in den Kopf gedreht, alles ist weiß und er blutet auch aus den Augen. Das ist nicht gut. Gehört das zu der Krankheit? Gnaden, kennt ihr den Krankheitsverlauf? Das ist die menschliche Neugier. Ich hab keine Würmer. Die Lektion folgt auf dem Fuße. Was geht hier vor sich? Weiß ich, was da vor sich geht. Nein, du hast keine Ahnung. Ah, okay. Du kannst gerne eine Magiekunde würfeln, sie ist erschwert um 14. Drachenkunde würde helfen. Welche Lektion, euer Gnaden? Was passiert hier? Warum ist mein Führer blind? Er war zu neu. Ja, darfst du. Ja, geschafft. Du kannst dir das zusammenreiben. Weißt du, dass Ömer magisch ist? Nein. Weißt du nicht? Das weiß ich nicht. Nee.
Also du kennst dieses Phänomen. Dir wurde wohl mal davon berichtet, dass es vor allem in der gorischen Wüste ist es mal vorgekommen. Wenn du dir Berichte aus Kuntium oder sowas angesehen hast, da ist es wohl das ein oder andere Mal schon vorgekommen. Im Horasreich ist es wohl auch das ein oder andere Mal passiert, wenn man da eine Audienz bei Schafir hatte. Auch da haben dann schon mal bei einem allzu neugierigen Magister die Augen angefangen zu bluten, nachdem man ihn sich angesehen hat. Aber warum jetzt der Bettler Ömer unter diesem gleichen Phänomen leidet? Interessant. Äußerst interessant. Warum, Iolaus, hast du die Probe doch gar nicht geschafft? Ich hab die geschafft. Doch, mit dem Chip. Da steht Miss Lung bei Iolaus. Mit dem Chip, die Lung. Er hat die Dings neu geworfen. Ja, die 17. Ich hab die 17 neu geworfen. Ach so, du hast... okay. Das war's ihm wert. Natürlich war's mir das wert. Ja, dann... immer leidet unter furchtbaren Schmerzen. Was? Ist keine Krankheit, das ist... Sollte bald wieder vergehen. Schließt die Augen, ihr braucht Dunkelheit. Und dann flüstere ich ihm ins Ohr, nachdem ich mich ein wenig vorbereitet habe. Wir sollten uns unterhalten. Magister, was geht hier vor sich? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ihr scheint ja wohl zu wissen, was zu tun ist. Also, was geht hier vor sich? Es geht vorbei. Habt keine Angst. Ja, es geht wieder vorbei. Eine Interferenz, würde ich fast behaupten. Oder was sagt ihr, Abelmir? Ich würde es auch sein, eine arkane Interferenz, die wahrscheinlich durch die Kuhle hervorgerufen wird. Manche sind dafür empfänglich und manche nicht. Die Kugel macht Leute blind. Nun nicht direkt die Kuhle selber, aber mitunter reagiert sie auf die Umgebung. So ist zumindest meine Theorie. Ich werfe meinen Blick, einen verstohlenen Blick zur Ömer. Der kann dich nicht sehen. Gut. Ist die Kugel offen? Dann gehe ich irgendwie hin und tue meinen Umhang darüber, dass sie eingepackt ist. Wir werden Vorkehrungen treffen, dass so etwas nicht nochmal passiert. Und dann fange ich an, Ömer ein Verband um die Augen zu legen. Gut, ich kann es nicht haben, dass wir alle blind und geschlagen bei Arpeb auflaufen. Nein, das sollte nicht passieren. Geht das wieder weg? Oh, es schmerzt so sehr. Ja, es geht wieder weg. Es wird eine Weile dauern. Ihr müsst eure Augen schon. Du siehst, wie Ömer nach deinen Schultern greift, dann sozusagen sanft, währenddessen du ihm den Verband um den Kopf legst, eine Hand in deinen Nacken legt und dich heranzieht und dich sozusagen so führt, dass sein Mund an dein Ohr ist. Es war nicht die Kugel. Es ist Drakodan. Und dann lässt er sich langsam wieder ein bisschen zurückgleiten. Oh. Ja, ich... nachdenklich schaue ich immer noch ein wenig an. Ich gucke einmal zu Abelmir rüber. Ich nickle dir nur zu. Er wird Ruhe brauchen, sehr viel Ruhe. Wir sollten uns bald hinlegen. Was für eine gute Idee. Und morgen in aller Frühe aufbrechen. Eure Wunden müssen versorgt werden. Es wird nur schlimmer. Ja, ich würde mich dann auch ausziehen auf dem Bett und mich nochmal meinen restlichen Körper angucken, ob weitere Krankheitsherde entstanden sind. Ja, also nicht nur in dem Gesicht, sondern auch an dem Oberschenkel von dir kannst du mittlerweile auch zwei, drei Würmer erkennen, die sich da in das Fleisch gefressen haben. Du hoffst einfach, dass du, wenn du jetzt morgen dieses Pulver bekommst oder diese Pflanze, dass sich das dann legt. Aber ansonsten rechnest du ja sowieso schon mit deinem eigenen Tod. Ich hatte ja jahrelang gebeten, mich nötigenfalls zu entleiben, falls dies passiert. Nehmen wir mal Iolaus und verziehe mich in einer Ecke. Magister? Ja? Ich will keine übermäßige Besorgnis verbreiten, aber wie geht es auch bei mir? Und wie lange geht es ihm noch so? Ohne jetzt zu sehr ins Technische überzugehen, die Würmer wachsen viel zu schnell. Sie greifen sein Gewebe, seine Knochen an. Wir müssen uns beeilen, sonst ist die Gefahr groß, dass er sein Auge verliert. Wird er noch einen Tag leben? Ja, einige sogar noch. Man könnte fast sagen, zu viele, wenn man bedenkt, dass immer mehr Leid hinzukommen wird. Aber wenn wir uns beeilen und morgen das Ziel erreichen und
die Medizin hilft, wird er sein Auge behalten. Falls es nicht so aussieht, haltet mich auf dem Laufenden. Werde ich machen. Ich versuche es so gut wie möglich einzudämmen, zu bremsen, indem ich die Würmer ziehe, die schon größer gewachsen sind. Doch. Gut. Iolaus, ich habe noch etwas entdeckt. Schaut einmal. Zeig auf meine Oberschenkel. Sie scheinen zu wandern. Oh. Keine Wochen, Tage. Tage oder Tag? Tagi. Sicher, dass sieht aus, als müsste sie sich gleich übergeben. Wir werden mit dem allerersten Sonnenstrahl hier aufbrechen. Die Sache und euch sollte ich vielleicht morgen früh auch noch einmal untersuchen, nicht, dass es zu schnell vorangeht. Nun, wenn diese Viecher sich wirklich von Magie ernähren, ich habe mich fast leer gezaubert, vielleicht hält sie das ein wenig auf. Das ist ein verdammt guter Einwand. Wenn wir euren astralen Speicher leer halten, könnte es das ausbremsen. Wobei ich könnte versuchen, mich wach zu halten. Ja, wenn ihr... Nun, ihr solltet nicht ganz wach bleiben. Euer Körper braucht Erholung, doch regelmäßige Unterbrechung. Vielleicht solltet ihr eine Wache halten um Mitternacht. Natürlich, das ist eine gute Maßnahme. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Konntet ihr eigentlich feststellen, was mit Ömer los ist? Also das einzige Mal, dass ich so etwas Ähnliches gesehen habe, war in den besetzten Landen. Ein Geweihter. Er begann aus Augen, Ohren zu bluten.